Hallo zusammen, willkommen bei uns in der Foto-Video-Sofa-Ecke. Neben mir sitzt Elena. Hallo Elena. Hallo Stefan. Wenn du meinem Kanal schon länger folgst, ist dir aufgefallen, dass Elena die letzten Wochen immer öfter auftaucht. Das hat als Zufall angefangen, ist kein Zufall. Und sie wird also künftig öfter hier auftauchen, noch regelmäßig mich unterstützen im Hashtag Team Wiesner. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen noch mal ein ganz kurzes Video und sagen mal so ganz bisschen, dass sie mal kurz sagt, wer ist sie denn überhaupt so aus Höflichkeit und so weiter und so fort. Elena, willst du ganz kurz sagen, wer bist du denn eigentlich? Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin Elena, bin 42 Jahre alt, bin Fotografin seit ja, bald 25 Jahren, habe das wirklich von der Pike aus gelernt. Komme ursprünglich aus Kasachstan, falls einen interessiert, falls einen mein Akzent vielleicht ein bisschen wundert. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ja, ich wohne in Hermannsburg seit einiger Zeit, hab eine Familie. Und bin auch beruflich Fotografin, mache das selbstständig und ja, bin so eine Art Dorffotografin jetzt geworden, kann ich jetzt mal langsam so behaupten. Fotografiere Hochzeiten, Kinder, alles, was so einfällt und ja, bin eigentlich sehr glücklich und zufrieden damit, ja. Sehr Und freue mich, bei dir zu sein. gut. Sehr gut, danke, Elena. Du bist schon immer auf Nikon gewesen. Hast du auch auf Nikon gelernt oder seit wann bist du Nikon-Janerin? Ja, das ist seit meiner ersten Ausbildung eigentlich beim Jochen noch. Der Jochen ist schuld. Genau, Jochen ist schuld, genau. Der hat mir damals die Nikon in die Hand gedrückt. Er sagt, hier, mach mal ein paar Bilder. Und da bin ich hängen geblieben. Und bei der zweiten Ausbildung an der Uniklinik haben wir auch nur mit Nikon gearbeitet. Und da ist man irgendwann mal drin, so wie später, dass man mit Mac arbeitet. War auch von Anfang an. Genau. Okay. Inzwischen bist du auch digital unterwegs. Du arbeitest mit der Nikon D4S, ne? Genau. Nikon D4S. Als Hochzeitsfotografin bist du eine Frau. Und das ist jetzt die größte, schwerste Nikon. Aber du sagst, du brauchst die Leistung und das Gewicht ist egal. Ja, ich habe lange überlegt, was ich mache, habe auch kleinere Modelle ausgetestet und immer wieder bin ich einfach zum Schluss gekommen. Das letzte Stück Qualität, was mir die D4S einfach mehr gibt als im Vergleich die D750 jetzt einfach mal. Ich möchte das nicht mehr missen, weil ich bin ganz, ganz oft in schwierigen Lichtsituationen, dass man in der dunklen Kirche steht oder dass man wirklich um 12 Uhr mittags mitten im Sommer beim hellsten Sonnenschein ein Porträtshooting machen muss, weil es einfach anders zeitlich nicht passt in den Rahmen. Und da muss ich mich einfach darauf verlassen können, dass ich noch einen Rest rauskriegen kann. Und dafür ist das mir dann halt einfach wert. Und auch diese paar Gramm mehr, die die Kamera wiegt, Das Kilo ja, das Kilo mehr pro mehr. Kamera, genau, zwei Stück. Das ist mir dann aber auch dann auch wert. Das ist dann auch okay. Genau. Also ich werde es wahrscheinlich nicht bis zur Rente Hochzeiten fotografieren, aber solange es geht, mache ich das. Also Und das hast du mir ist neulich okay. erzählt, fand ich spannend, dass du sagst, du verschleißt die Kamera halt. Du hast Ja. natürlich, ne, du machst einfach natürlich Hochzeit, ist irgendwie auch immer ein Stück Massengeschäft. Genau. Das heißt, eine Kamera hält bei dir zwei, drei Jahre, drei Drei Jahre, ne? Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre, wenn ich wirklich von null, also wenn ich keine gebrauchte Kamera gekauft habe. Meine ersten D3S hatte ich mit angefangen im Vollformat. Die hatte ich gebraucht gekauft, die waren anderthalb Jahren waren die durch, wo ich gesagt habe, ich brauche. Ja, ich Was mache. heißt Ja. durch? Dann geht der Spiegel nicht mehr, oder was heißt durch? Ja, man merkt halt an Kleinigkeiten, dass du dich auf die Kamera nicht mal verlassen kannst. Und zwar, ich hatte tatsächlich bei hohen ISO-Bereichen ab 24.000, dass du tatsächlich, ja, das sind dann für mich Mit der D3S. D3S Ja, und das also ist schon das ist sehr hohe, hoch, ja. genau. Und da hast du das, was ich früher nicht hatte, das war so eine wirkliche Streifenbildung irgendwann mal. Und das ist scheinbar so eine Abnutzung vom Sensor. Die war halt einfach weiter als 300.000 Auslösungen. Und das Risiko ist mir dann aber auch zu hoch, dass ich sage, okay, die Kamera ist fürs 300.000 ausgelegt. Klar kann die vielleicht auch 400.000 fahren, so wie mein Passat. Ne? Das ist in Ordnung. Aber wenn ich in der Kirche eine Hochzeit fotografiere und es jetzt fällt ein Jawort, dann darf jetzt Verschluss nicht kaputt gehen. So, basta. Ja. Na, dafür nehme ich sehr viel Geld dafür und dafür biete ich meinen Kunden eine Sicherheit. Da kann Das ich ist total das wert. nachvollziehen. Ich arbeite ja immer noch mit der Canon 6D auch schon seit 6 Jahren, aber ich mache damit auch keine Aufträge mehr, weil ich immer Angst habe, dass sie genau jetzt kaputt Genau. geht, weil sie längst über die Ja. Lebenszeit hinweg ist. Genau. Nutze ich sie nur noch für private Sachen. Genau. Ja, sehr gut. Dann, was hatten wir noch? Ich hatte noch ein paar Fragen aufgestellt. Ach so, genau. Du hast ja analog angefangen. Was war denn damals so Reportagestyle, hast du gesagt, das wäre dein Hobby gewesen, so ein bisschen ein analoger Film, der von welchem Film bist du ein Fan? Es gibt zwei eigentlich, also die sind auch sehr bekannt, die beiden Filme. Also Agfa Appe X100, das war so mein Lieblingsfilm, was Porträtgeschichte angeht, weil er relativ weich auch kommt und man sehr feinkörnig auch entwickeln kann. Und für Reportagen, ich habe ja auch zu analogen Zeiten schon Hochzeiten fotografiert,
T-Max tatsächlich, T-Max 400, T-Max 100. Ilford HP5 habe ich auch irgendwann mal umgestiegen, weil ich gesagt habe, ja, der arbeitet auch ein bisschen anders in Grau werden, aber wir sprechen wirklich in Details, wo man sagt, okay, 90% ist es einfach ein Schwarz-Weiß-Bild und die 10%, die das Bild noch macht, ist tatsächlich dann die Marke vom Film. Also das ist so. Und ja, man hat halt einfach mit den Filmen gearbeitet, die gerade da waren, die man sich gerade leisten konnte als Lehrling. Ne? Ja, da denkt man heute gar nicht mehr dran, dass jedes Foto irgendwie sind 50 Cent weg oder ja, so. Ja, einmal ausgelöst, zack, 36 vom Film weg, im Kleinbildbereich. Beim Mittelformat war dann mal eben ein Neuntel oder Zwölftel weg. Ne? Ja, das, um das kurz aufzugreifen, sagst du, du hast halt früher analog auch schon Hochzeiten gemacht, das gab es ja auch früher. Ja. War der wahrscheinlich nicht so ein, hast einen Rucksack voller Filme dabei oder du hast wahrscheinlich viel weniger auch Fotos gemacht? Oder? Ja, tatsächlich, ich habe nicht irgendwie von einem Motiv hier zwei, drei, vier Bilder gemacht, sondern nur eins. Ja, so nur, was habe ich, ja, drei, vier Stunden hatte ich 15 Kleinbildfilme ungefähr belichtet. Mhm. Das war für die Reportage und Porträts habe ich schon immer mit Mittelformat gemacht, dass man dann einfach diesen Flair, dieses Weiche, da stehen ja die Leute drauf, genau, mit viel Unschärfe. Aber schon immer mit zwei Kameras tatsächlich. Ja, gut, das hätte ich auch so, das ist ja auch typisch, das war ja auch früher gang und gäbe, auch früher schon, so wollte ich sagen, Reportage-Style-Reporter mit zwei Kameras, zwei Festbrennweiten drauf, was Weitwinkiges, was Seliges. Ja, das ist natürlich so. Dann fotografieren, man merkt so ein bisschen die Leidenschaft auch für die Fotografie. Warum fotografierst du? Was fasziniert dich da so? Ja, mich fasziniert tatsächlich am Fotografieren, dass man einfach ein Bild festhält, beziehungsweise einen Moment festhält. Ich fotografiere viele Menschen. Also Landschaft ist nicht so ganz meins, das ist mir so, redet nicht mit mir. Kommuniziert nicht, ich bin eine Frau, ne? Ich muss kommunizieren. Das Bild, was dann von diesem Moment festgehalten wurde und was später die Person für sich wirklich so als so ein emotionsvolles Bild empfindet, das sagt, es ist es mir wert, das an die Wand zu hängen oder ein Album. Ich habe auch schon Bräute gehabt oder Mütter gehabt, die die Bilder betrachtet haben und gesagt, oh, ich kriege Gänsehaut, das ist wirklich, das ist das, da kriege ich sogar selber irgendwo. Und das ist für mich so, was ich an der Fotografie halt mag. Ne? Nicht einfach nur ein Bild festhalten und weglegen, sondern wirklich Emotionen schaffen. Bei mir passiert, habe ich dir auch schon erzählt, Technik begeistert mich ja nicht so viel, wie tatsächlich dieses Emotionale, was so entsteht, also das fertige Bild. Ne? Einer hält es fest und sagt, wow, es lohnt sich daran, länger zu gucken, das auszuhängen, das anderen zu zeigen. Das finde ich toll. Das ist wirklich diese Erinnerung in diesem Fotoalbum, womöglich 20, 30 Jahre überlebt. Und vielleicht weiß dann sogar jemand, wer das gemacht hat. Das ist, also ich bestehe nicht darauf, dass es jemand sich erinnert, wer das gemacht hat, aber dass ich es für mich weiß einfach, das ist mir das wert. Habe ich nie so drüber nachgedacht, aber hast du natürlich recht. Deine Fotos sind natürlich die, die 20 Jahre in der Küche hängen. Ne? Also genau. Bei meinen Eltern hängt das Hochzeitsfoto im Büro. ja, ist tatsächlich so. Ja. Wenn ich dann mal heiraten sollte, wird das bei uns ja wahrscheinlich auch in der Küche hängen. Ja. Stimmt. Oder im Wohnzimmer. Ja, es ist natürlich eine ganz was anderes als ich mit meinen Landschaftsfotos, die man auf Instagram sieht und vielleicht ein Like gibt und vielleicht sogar einen Kommentar macht. Dann bin ich schon froh, dass einer einen Kommentar macht. Und danach hat er das vergessen. Ja. Und meine Fotos landen höchstens an meiner Wand. Das muss ich selbst machen. Ja, spannend. Das, klar, das gibt natürlich Wertschätzung. Ne? Ja, genau. Und die Leute kommen dann einfach wieder zu mir. Natürlich nicht alle, das ist ganz klar. Die Fotografie hat ja auch viel mit Geschmackssache zu tun. Einem gefällt der Stil. Und momentan ist es ja auch so viel und so unterschiedlich. Und ich bin ja auch nicht mehr 20. Ich will nicht sagen, ich bin irgendwo hängen geblieben, aber ich fotografiere einfach anders wie ein 20-Jähriger, weil ich es mit einem anderen Auge sehe. Also, und manche kommen tatsächlich immer wieder. Ich habe Kunden, die kommen schon seit 5, 6 Jahren jedes Jahr und wollen, ich will nicht sagen, dieselben Bilder. Nein, die bestehen tatsächlich darauf, dass wir was anderes machen. Seien aber, Sie doch mal kreativ. Seien Sie mal kreativ, genau. Die Kinder wachsen doch. Genau, aber ich finde es toll, dass die kommen und genau von mir diese Bilder haben wollen und von jemand anderem. Und das macht mich halt stolz und das ist das, was mich halt so erfreut und mich glücklich macht mit diesem Beruf. Ja, natürlich. Ja. Dann noch eine Frage, die natürlich auch immer wieder kommt. Hobby, also fotografieren wird einfacher, oder? Es ist so, Hobby, fotografieren ist viel einfacher als früher. Also ja, klar, ich könnte nie natürlich eine Hochzeit analog machen, also könnte ich nicht. Also kann man lernen natürlich, klar, aber dann muss man tatsächlich eine Ausbildung machen, dass man das hinkriegt. Ja, aber im Prinzip ist das ja nichts anderes. Du musst auch deine Technik beherrschen, das lernst du irgendwann mal digital. Aber die Technik ist einfacher geworden. Ich formuliere das neu. Fotografieren ist immer noch schwierig, wird auch immer schwierig sein im Sinne von Gesichtsausdrücke mit der Kommunikation und so weiter. Das wird immer ein Thema bleiben. Aber der Technikteil,
Augenerkennung, Gesichtserkennung und so weiter, offene Blende, es ist alles nicht mehr. Technik ist einfach geworden und ich sehe das Bild sofort. Ich kann sofort aus meinen Bildern lernen. Man kann es leichter lernen, weil ich sofort Feedback habe. Aber die Kommunikation bleibt natürlich schwierig. Jetzt hast du mir neulich auch gesagt, Fotografieren ist für dich als Berufsfotograf auch schwieriger geworden, weil natürlich immer mehr Leute sagen, mein Nachbar hatte auch eine große Kamera oder mein Sohn oder mein Enkel oder ne? Und dementsprechend weniger für Fotografen ausgegeben wird, das ist schon so, ne? Ja, tatsächlich. Früher war der Fotograf ein Handwerker, so wie Zimmermann, so wie Dachdecker und so weiter. Und da war natürlich auch entsprechend der Anspruch auch ein anderer. Man ist zum Fotografen gegangen, man ist davon ausgegangen, da hast du einen Meisterbrief, da hat es gelernt und das ist der Preis, den er bestimmt. Und dann ist es auch so in Ordnung. Es gab in jedem Dorf, wenn die Glück hatten, einen Fotografen. So. Und jetzt gibt es bei uns in Hermannsburg schon alleine das, was ich so manchmal bei Kommentaren bei Facebook lese, gibt es weit über 10 Fotografen. Und jeder macht natürlich auch sein Ding, aber viele wollen natürlich mitmischen. Und ich für meinen Teil habe natürlich einen Anspruch, auch irgendwo für meine Arbeit auch entsprechend entlohnt zu werden, dass ich sage, ich habe es gelernt, ich habe dementsprechend eine Ausrüstung, ich biete meinen Kunden eine Sicherheit an, ich biete meinen Kunden wirklich ein Bild, wo ich selber stolz drauf sein kann, sagen kann, jawohl, das ist wirklich Handwerk. Und klar macht das das Leben schwerer, weil die anderen das zum anderen Preis womöglich anbieten können. Aber so ist das Leben. Der Kunde entscheidet und Fotografie ist eine Geschmackssache. Na, solange immer noch zu mir Leute kommen und immer noch mit meiner Arbeit zufrieden sind, soll jeder sein Ding machen. Also soll jeder glücklich sein. Alles gut. Sehr gut. Bin da ganz entspannt. Ja, okay. Ich würde sagen, das war mal so eine kurze Vorstellung. Schaut bei Elena auf dem Instagram-Account vorbei, da seht ihr so ein bisschen, was sie macht. Sie wird künftig also öfter auch mal vor oder hinter der Kamera oder mit der Kamera, vor der Kamera, wie auch immer, auftauchen. Zum Beispiel haben wir morgen Abend ein Pärchenshooting, das wird sie machen und ich werde filmen oder an anderen Situationen filmen sie mich. Also so ein bisschen, ich versuche das Wissen, was sie hat und die weibliche Sache der Fotografie. Ich mache dann die Technik-Sachen und sie macht dann das Wichtige, das Emotionale und so weiter. Ich hoffe, das gefällt euch so ein bisschen. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Elena willkommen heißen wollt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, gut, Gut. ne? Mal Ja. gucken, wie lange das. Ich kann das immer gar nicht schätzen, wie lange das Ja, war. musst du schauen. Ich habe zu lange gesabbelt, das ist schon. Wahrscheinlich hat irgendwas technisch nicht funktioniert, aber sieht schon mal gut aus hier. Tipp. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht darüber nachgedacht, welches Farbprofil wir hier haben. Ja. 13 Minuten. Okay. Tipp. Machst schwarz-weiß passt. Ist ja die Elena. So, welche Kamera muss ich jetzt schauen? Einmal nicht vergessen. Hey, stell dir vor, das vergessen. So, ready? Mal. Der Kühlschrank brummt noch. Oh, vergiss du nicht anzumachen, ich sag's Wirklich, dir. Checkliste. Warum machen wir nicht endlich eine Checkliste? Oh, die müssen wir ganz groß irgendwo aufhängen. Ja, wirklich. Du Viele brauchst eine Amateurfehler. Tafel. Tafel, ja. Also hängen wir hier eine Checkliste.